Es gibt im deutschen Fußball ja viele Lokalrivalitäten, aber diese Rivalität hier, das ist schon eine der intensivsten und beide spielen natürlich auch auf allerhöchstem Niveau. Gladbach gegen Leverkusen. Beides absolute Erfolgsgeschichten. Man kennt sich, man ist sich schon so oft begegnet. Das direkte Duell der beiden verspricht uns als Zuschauer eine Menge. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Jetzt geht's hier gleich los im Borussia Park und wir freuen uns drauf. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Sie treten heute offensiv an, ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Ja, so viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Edmond Tapsoba spielt mit Jonathan Tah in der Abwehr. Julian Wirtz steht im Zusammenspiel mit Jonas Hofmann auf dem Flügel. Und vorne drin sehen wir bei ihnen zu Spielbeginn zunächst mal nur einen Stürmer. Borussia Mönchengladbach mit dem Anstoß. Damit rein ins Spiel. Da ist die Chance. Klasse Chance, aber das war dann doch zu schwach. Ja, da müssen sie mehr draus machen. So hat er keine Mühe. Wer wird heute der wichtigste Spieler sein? Viele vermuten, dass vor allem Florian Wirtz diese Rolle spielen könnte. Er hat eine unglaubliche Spielintelligenz, eine tolle Übersicht. Wenn Sie ihn ausschalten können, dann haben Sie eine Chance. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Neuhaus. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Er kann sie in Führung bringen. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht vom Unparteiischen. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. War dann doch zu halbherzig. Da kommt niemand ran. Aus dieser Hereingabe wird also erstmal nichts. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Jetzt kann er es machen. Den hält er natürlich. Ecke in die Mitte. Da ist der Ball erstmal raus. Xhaka. Am Ball ist Grimaldo. Toller Pass. Er spielt den Steilpass. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Stark gemacht, das könnte was werden. Radetzky mit dem Echtsprung. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Ecke kommt. Ja, wenn sie so zumachen, dann kommt so ein ungewohnt harmloser Ball raus. Tapsoba. Grimaldo. Wirtz. Jonas Hofmann. Harter Schuss, aber vielleicht hat da doch ein wenig die Präzision gefehlt. Bin ich bei dir? Vielleicht wäre es der Schlenzer gewesen. Kurz vor der Pause liegen die Gäste knapp in Führung. Sie machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe eingestellt. Ein Tor Führung, sie sind immer wieder schneller, vor allem auch gedankenschneller. Und so kommt dann so ein Spielstand raus. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Tolles Dribbling, da sind sie alle machtlos. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Das gibt Freistoß für Bayern. Jonas Hofmann. Super Pass. Und jetzt der Schuss. Gehalten. War schon eine richtig gute Aktion. Da kommt die Ecke. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Der Wiederanpfiff in dieser Begegnung. Leverkusen hat knapp die Nase vorn. Wir gehen wieder rein in dieses Spiel. Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Aber jetzt kommt dann doch der Ballverlust. Da waren sie unaufmerksam. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ballverlust, ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Ta. Sie verfallen da nicht in Hektik beim Spielaufbau. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Honorat. Da kommt der Pass. Hält den Ball. Aber gezählt hätte das Tor ohnehin nicht. Abseits. Wechsel bei Leverkusen.
Ball im Aus, es gibt Einwurf für die Borussia. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Maximilian Wöber. Florian Neuhaus. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Hofmann. Ball kommt an den langen Pfosten. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Tor! Sie machen es im zweiten Anlauf. Erst die klasse Parade, aber Szene bleibt gefährlich. Und dann schlagen sie doch noch zu. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Ballverlust. Jonas Hofmann. Player. Jetzt mal die Gladbacher. Ist das der Anschlusstreffer? Ja, den hält er natürlich. Also Wolf, aus der Distanz musst du eigentlich mehr draus machen. So ist es kein Problem. Das ist eine gute Ballbesitzquote bislang hier von Bayer Leverkusen. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Tabsoba. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Jonas Hofmann. Ja, das sieht der Trainer gar nicht gerne. So eine Chance müssen sie nutzen. Ja, aus der Distanz vor allem, Wolf, da müssen sie das Tor schon machen. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Gut durchgesetzt, gefährlich. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Souverän abgeschlossen hier, das kann man nicht anders sagen. Das hat er klasse gemacht. Hier ist noch alles drin. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Ta. Ball jetzt bei Grimaldo. Ballbesitz bei Ta. Jonas Hofmann. Er geht dazwischen und verhindert so eine Torgelegenheit. Platz zum Kontern. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Da kommt der Schlusspfiff. Der Sieger dieses Spiels heißt Bayer Leverkusen. Beide waren hier mehr oder weniger auf Augenhöhe. Umso größer ist jetzt die Freude über diesen knappen Ligasieg. Das hätte auch anders ausgehen können.